Moin! Herzlich willkommen hier zurück zur Freitagsausgabe Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach Map. Jo, 1-9 ohne Gräben, immer noch. Und ja, was machen wir gerade? Wir haben gerade den Drescher, das habe ich offline noch gemacht, auf Feld 15 umgesetzt vom Feld 18. Und ich fahre jetzt eben einen. Oh, das ruckelt hier aber. Ich fahre jetzt gerade einen Abfahrkurs ein für Feld 15. Und ja, wir schauen gerade mal, wie das denn hier so vonstatten geht, wie das passt und wie das funktioniert. Ja, dass wir hier einen vernünftigen Kurs haben, der dann hoffentlich fehlerfrei, problemlos funktioniert. Und dann müssen wir gleich noch auf Feld 6 und uns um den Drescher kümmern. Der wird dann umgesetzt auf Feld 5. Und holt dann da auch noch ein bisschen Raps. Und dann haben wir noch Feld 3 hier vorne. Da ist noch was drauf. Das müssen wir auch noch ernten. Feld 4 haben wir mit Hopfen. Und Feld 41 haben wir noch auf der Insel. Und dann haben wir auch noch das Grasfeld 7, das haben wir auch noch. So. Das müssen wir eben speichern. 15. Auf Silo. Machen wir mal eben kurz ein Stück zurück hier. So, jetzt bleibt er hier stehen. Und dann dürfte er alleine. Ah, hinter Drescher. Mehr wollten wir ja auch gar nicht, oder? Alles gut. So. Ich muss mal eben hier. Was auch immer der hier wollte. Hier hat er nichts zu suchen. Feld 5. Hä? Ja, so läuft das hier. Abfahrer einstellen, läuft doch, ist doch gut, cool. So, er hier, Abfahrer entlassen, Kurs löschen, Feld 5. Brauerei wollen wir ja gar nicht. Feld 6, Diesel. Ja, machen wir doch. Behalten wir doch den Kurs und sagen ihm einfach nur. Er muss jetzt auf Feld 5 suchen. Gucken, ob das funktioniert. So.
sehen wir ja gleich. Ah ja, okay. Feld 15, das mit dem Abbunkern hat funktioniert. Sollen wir nur den Abfahrer finden, der hier... Ja, ich kümmere mich gleich. Oh Mann, ey. Alles gut, alles gut, alles gut. Feld 15. Und ihm sage ich jetzt einfach nur, er soll auf Feld 5 suchen. So. Alles schick. Wo war jetzt mein Fortuna? Kann ich mich auch so reintappen? Hier unten irgendwo. Da. Da. Damit waren wir unterwegs. Diesel verteilen. Jetzt fahren wir zur Hoftankstelle auf dem Rinderhof. Ich möchte überall so ein bisschen Dieselvorrat haben, damit ich meine Fahrzeuge überall auftanken kann. Der Dieselvorrat wird ja jetzt auch noch richtig heftig werden. So viel Raps, wie wir jetzt produzieren, das meiste davon fließt in die, also geht in die Dieselproduktion. Speiseöl auch so ein bisschen, aber so. So dran vorbeigeeiert. Gibt's ja gar nicht. Vario hat durchdrehende Reifen. Na denn. Und dann füllen wir die mal auf mit 25.000 Litern. Hat er richtig gemacht. Ist bloß ein bisschen gegen den Baum. Alles gut. Alles gut. Nichts passiert. Ja, heute Abend kein Livestream. Morgen Abend auch nicht. Hab keine Zeit. Sorry. Tut mir leid. Nächstes Wochenende wieder. Auf jeden Fall. Na, ihr habt ja mitbekommen, wir machen die Livestreams nicht mehr auf der nordfriesischen Marsch-Map, sondern wir sind im Moment auf der Hopfach-Map, der Vorab-Version unterwegs. Und es ist eine Map mit tatsächlich noch mehr Produktionen als hier, glaube ich. Das würde ich mal stumpf so behaupten. Und ja, landschaftlich noch ein bisschen ja, ganz anders als hier. Ne? Also eben bergig, sehr waldig, Feldwege und der Modder hat so ziemlich alles mit reingenommen, was man sich irgendwie, glaube ich, im Moment vorstellen kann an irgendwelchen Besonderheiten. Sprich, es gibt Matschlöcher, ja, die Tiere, wenn die grasen auf der Weide, dann ersetzt, also braucht man denen praktisch nicht so viel Gras zufüttern und alles Mögliche. Also es ist schon krass. Also auch was es da an Feld oder an Früchten gibt auf der Map,
Es gibt Erdnüsse, es gibt, glaube ich, Kaffee, habe ich gehört. Es gibt alle möglichen Sorten von Tieren. Also es gibt Kaninchen oder Hasen, es gibt Gänse, natürlich Hühner, Rinder, Angus-Rinder gibt es, Schweine natürlich. Ich weiß nicht, was noch alles. Es gibt ein Weingut, es gibt einen Steinbruch, es gibt... Ach, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also alles. Und ist ein Google Maps Nachbau, also wirklich originalgetreu nachgebaut. Von der Landschaft her und ja, großen Respekt. Aber ich spiele die Nordfriesische Marsch trotzdem gerne. Das wird sich, glaube ich, auch nicht so schnell ändern. Es macht schon Spaß hier auf der Map. Also erstmal kennt man sie und lässt sich eben auch alleine noch, obwohl es eine Vierfach-Map ist, lässt sie sich noch recht anständig bewirtschaften, wie man ja sieht. Und ich kann mir also nicht vorstellen, die Hopfach zum Beispiel in einem Singleplay alleine zu bewirtschaften. Das schafft man nicht. Muss aber auch gar nicht. Es ist also auch tatsächlich so, dass die... er ist fertig. Das heißt, wir können Milch holen. Wer kennt es nicht? Gerade noch Diesel im Tank und jetzt ohne große Reinigung geht's los und wir holen Milch. Wir könnten ja auch, um den sauber zu waschen, vorher noch ein bisschen Gülle transportieren und dann die Milch. Nee, natürlich nicht. Nein, wie gesagt, also die Hopfach im Singleplay halte ich für illusorisch. Wir sind, im Augenblick sind wir 7 Stammspieler. Wir haben noch ein paar Bewerbungen von Leuten, die mitspielen möchten bei uns. Und ihr könnt euch auch gerne bewerben. Wir haben also noch ein bisschen Platz. Wir haben im Moment, was haben wir denn im Moment? 2 Höfe sozusagen, die betrieben werden. Wir haben ein Lohnunternehmen, wir haben einen Forstbetrieb. Wir haben auch von eine Bewerbung für den Steinbruch, die den betreiben möchten. Und ich habe gesagt, also das Maximale, was ich haben möchte, wären insgesamt 16 Stammspieler. Und daraus resultiert dann schon, aus diesen 16 Stammspielern resultiert dann, dass wir maximal 5 Höfe haben werden. Also 4 möchte ich auf jeden Fall, 5 wäre toll. Und dann haben wir nämlich 5 Höfe mit 2 Personen. Ich möchte mal alles mit 2 Personen besetzt haben gerne. Also ich wiederhole mich, 5 Höfe. Dann haben wir das Lohnunternehmen. Nee, in denen wollte ich doch gar nicht. Das Lohnunternehmen mit 2 Personen. Den Forstbetrieb mit 2 Personen. Und dann eventuell den Steinbruch noch mit 2 Personen oder so. Warum 2 Personen? Ganz einfach. Also erstmal ist die Map sehr, sehr umfangreich. Man kann unheimlich viel machen. Und die Map wird anders, als wir das auf der Nordfriesischen Marsch gemacht haben. Auf der Nordfriesischen Marsch haben wir ja wirklich nur gespielt, wenn wir auch gestreamt haben. Und hier bei der Hopfach wird es so sein, dass der Server wirklich rund um die Uhr zur Verfügung steht. Und im Prinzip jeder dann spielt, wenn er meint, wenn er Zeit hat. Da suchen wir übrigens noch ein vernünftiges Benachrichtigungssystem, um Aufträge an den Lohnunternehmer zu vergeben, falls euch da was einfällt. Also externe Lösungen wie WhatsApp oder SMS oder so fallen erstmal raus, aus bestimmten Gründen. Wir sind am Überlegen, ob wir dann statt TeamSpeak Discord nehmen. Oder als Ergänzung zu TeamSpeak vielleicht auch, einfach als Nachrichtensystem. Ich habe auch gelesen, dass es mal, es gibt einen Mod, LS17, Notizzettel-Mod oder Notizen-Mod. Aber der ist wohl fehlerhaft und der schmeißt wohl gerade im Multiplayer jede Menge Fehler. Ansonsten wäre das eigentlich genau das, was uns reichen würde. Sprich, dass man ein Notizblatt öffnet und dann sagt, Auftrag an Lohnunternehmer, dresche Feld 15. Und wenn der Lohnunternehmer dann online ist, dann kann er für uns Feld 15 dreschen. Ja. Irgendwie sowas suche ich. MP Manager kommt ja jetzt auch gerade eine neue Version raus.
Beziehungsweise, wenn ihr das hier seht, ist die vielleicht schon draußen. Das kann ich nicht sagen. Ich bin also hier über eine Woche im Voraus am Produzieren. Da sind im Moment auch noch keine, sind noch keine Aufträge drin. Es wird wohl dran gearbeitet, dass man auch Aufträge erstellen kann. 460.000 Liter Milch haben wir hier noch. Aber das ist noch nicht realisiert. Das ist noch nicht da. Und ich habe da auch schon mal in einer Facebook-Gruppe eine Anfrage gestartet. Da hat mir eben auch jemand, also irgendjemand hat mir Discord empfohlen. Irgendjemand hat mir auch diese Dedi-App empfohlen, die man sich hier auf dem Telefon installieren kann. Da gibt es dann auch Aufgaben, die man verteilen kann. Das wäre eine Möglichkeit. Oder eben, tatsächlich das über Discord zu machen oder so. Aber im Spiel wäre es natürlich genial, ne? Wenn man nicht noch eine extra App braucht. Gerade weil wir eben auch Mitspieler haben, die nur einen Bildschirm haben. Die müssten dann nicht immer umschalten und so. Bei mir ist es egal, aber wie gesagt, wir haben auch Mitspieler mit nur einem Bildschirm. Da ist es dann schon nicht so toll. Und daher wäre es im Spiel natürlich toll. Also wenn jemand Erfahrung mit dieser Notiz-App hat und weiß, ob die jetzt im Multiplayer läuft oder nicht, gerne Infos schreiben. Und wir fahren jetzt zur Käserei und beliefern die mit Milch. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, hinterlasst mir auch ein Like oder ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir auch gerne, wenn es euch nicht gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Gerne konstruktive Kritik. Morgen ist Samstag. Morgen gibt es natürlich wieder, wie immer, zwei Folgen. In diesem Sinne sage ich ciao.